Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Tide Football zum Stadiontest des Eintracht-Stadion von Eintracht Braunschweig. 24.474 Zuschauer passen rein, 1923 eröffnet und seitdem bereits die blau-gelbe Heimat. Das Eintracht-Stadion ist auch das größte Leichtathletikstadion in Niedersachsen und zudem auch die Heimat des deutschen Rekordmeisters im American Football, das sind die New Yorker Lions. Somit haben wir hinter mir eine wirklich moderne Multifunktionsarena, die Schritt für Schritt modernisiert wurde, zuletzt 2011 mit der gelb-blauen Außenfassade, dem neuen Vorplatz, ausgebauten Tribünen sowie auch einem Businessbereich. Und jetzt geht's rein ins Stadion und los mit dem Test vom Eintrachtstadion von Eintracht Braunschweig. Und damit nochmal hallo Fußballfreunde und willkommen zum Stadiontest hier in Braunschweig. Das Stadion liegt schon vor mir. Ich habe ein Ticket für 39 Euro auf der Westtribüne in Block 1. Das ist direkt neben dem Aussetzblock hinter den Trainerbänken, sicherlich dafür auch ein guter und fairer Preis. Und wir gucken mal, was das Stadion sonst noch alles so zu bieten hat. Ganz interessant, in Braunschweig haben wir ja wie gesagt ein Leichtathletikstadion, sprich mit einer Laufbahn. Da bin ich mal gespannt, wie das so als Zuschauer ist. Bislang war ich in Berlin und in Nürnberg, wo das eben auch ist. Dann bist du halt schon weiter weg vom Spielfeld. Mal gucken, welchen Einfluss das auf uns so hat. Ich denke mal, wenn du hinterm Tor sitzt in der Kurve, ist das dann schon sehr weit weg. Auf der Haupttribüne sollte das auf jeden Fall noch gehen. Und dann direkt auch nochmal zum Thema Parken. Das Stadion liegt eher außerhalb der Innenstadt, direkt in der Nähe der Autobahn. Genau das macht aber auch das Parken durchaus schwierig. Es gibt VIP-Parkplätze direkt am Stadion. VIP ist aber halt auch nicht für jeden dann möglich, da zu parken. Ansonsten kaum Möglichkeiten. Es gibt eine Kooperation mit VW. Da kann man dann auf dem Parkplatz Urfeld parken. Da gibt es Möglichkeiten, zumindest dann, wenn eben dort freie Kapazitäten sind. Ansonsten durchaus schwierig. Und somit gilt wie immer, öffentliche Verkehrsmittel auf jeden Fall ratsam. Übrigens gab es hier auch keinen freien Ticketvorverkauf, was natürlich dann für neutrale Zuschauer oder auswärtige Fans immer ein bisschen schwierig ist und vielleicht auch für manche Braunschweiger selber, liegt vielleicht aber auch am Gegner mit Schalke 04, ansonsten müsste man hier auch ganz gut an Tickets kommen. Genau diese blau-gelbe Fassade, die ist eben am neuesten gemacht worden, daneben auch in dem Fanshop, also das sieht auf jeden Fall ganz gut aus, finde ich. 12 Uhr, die Tore öffnen, lange Schlangen, mal gucken, wie lange wir brauchen. Attacke! Drin im Stadion ging alles sehr, sehr flott. Sehr gut. Und jetzt gibt es erstmal Essen und Trinken. Und jetzt geht es erstmal hier hoch. Das sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Hier sind wir drin im Stadion. Am ersten Blick auf jeden Fall cool. Und hier sitzen wir in Block 1, Reihe 19. Wunderbare Sicht. Also auch hier stört die Laufbahn auf dem ersten Blick auf jeden Fall nicht so wirklich. Gut, wenn du halt hinterm Tor sitzt, dann ist es halt schon weit. Aber so geht's klar. Jetzt haben wir hier ein schönes Pilz von Wolters. Das ist eine Privatbrauerei aus Braunschweig. Finde ich geil, wenn man so regionale Biere im Stadion hat. Halber Liter, 5 Euro. Das schmeckt gut. Das schmeckt richtig gut. Ansonsten in Sachen Essen gibt es hier Bratwurst, Currywurst, Spezialwurst, Krakauer, Pommes, Schnitzel, Leberkäse und Hamburger. Ich muss da extra ablesen, weil das echt viel Auswahl ist und wir testen gleich natürlich mal die Bratwurst. Jetzt haben wir hier eine schöne Bratwurst für 3,50 Euro. Ich habe schon ein paar Bisse gegessen, die ist top. Gutes Ding. Kurze Kritik, Wurst ist geil, Brötchen zu trocken. Das macht es ein bisschen kaputt, leider. Hier haben wir nochmal eine neue Krakauer, die sieht auf jeden Fall sehr gut aus, wurde von einem Braunschweiger mir empfohlen. Also, auch heute haben wir in der Altbühnenstadion wieder spezielle Kontrolle aufgestellt. Stimmung steigt und wir gehen jetzt rein ins Spiel.
Danke, Spiel läuft. Stimmung ist auf jeden Fall von Braunschweiger Seite sehr gut. Da machen auch wirklich viele mit, auch hier in unserem Block. Ansonsten Toiletten ging sehr zügig, trotz langer Schlange. Und jetzt gehen wir rein in die zweite Hälfte. Die zweite Hälfte läuft jetzt hier. Kommen wir zum Fazit des Stadiontests vom Eintracht-Stadion, natürlich wieder mit den üblichen Themen Parken, Essen und der Atmosphäre. Parken gibt es von mir eine 4 von 10, ist nicht optimal gelöst. Klar, es gibt Ausweichmöglichkeiten rund um VB und all sowas, aber auch da kann man eben auch Pech haben, deswegen hier nur eine 4 von 10. In Sachen Essen war es auf jeden Fall echt top hier in Braunschweig, da gibt es eine starke 8 von 10. Gute Auswahl, echt ein sehr guter Geschmack und die Preise waren auch top. Wichtigster Punkt, und das ist am Ende die Atmosphäre, deswegen zählt sie auch doppelt, gibt es von mir eine 7 von 10. Ich fand, es war auf jeden Fall eine gute Stimmung. Laufbahn ist aber halt auch immer schwierig, genau dafür. Ansonsten rein vom Ambiente her, schönes Stadion. Wir waren halt auch im neueren Bereich. Der andere ist natürlich, oder generell die anderen, ein Ticken älter. Bei uns war es auf jeden Fall ganz schick. Insgesamt kommen wir also dann bei der Atmosphäre doppelt gewichtet auf eine Gesamtnote von 6,5 von 10. Ist auf jeden Fall in Ordnung, finde ich mal. In dem Sinne nochmal Grüße an alle Braunschweiger. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Just you and me.